willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin Siegel und eine Kleinigkeit, die wir, ich glaube, in der letzten Folge ja gesehen hatten, ist dieses Flackern hier bei den Treppenblöcken hinter mir. Ich habe es inzwischen rausgefunden, woran das liegt. Und zwar an einer Einstellung von Optifine, die man einfach abstellen kann und schon flackert da nichts mehr. So, und jetzt, wo wir das wissen. Ich habe schon mal leicht angefangen mit den Alchemiestationen, also zumindest mal geschaut, wie viele kriege ich eigentlich rein, werden vermutlich insgesamt 4 werden. Und wie sollen die denn aussehen? Das wird dann, also hier würde ich dann noch mit Stone Bricks einfach zumachen. Und was wir jetzt als allererstes mal machen müssen, ist die Awkward Potions, die wir ja unten in der, ich glaube, ersten Etage herstellen, müssen wir erstmal hier hochkriegen. Dafür werde ich dann jetzt in Kürze erstmal einen kleinen Minecart-Weg hier hoch machen. Und wir müssen die erstmal ein bisschen, ja, zwischenlagern sozusagen. Und dafür ist diese Kleinigkeit gedacht. Das da oben ist eine simple Entladestation und die entlädt allerdings nicht irgendwie in 1000 Kisten, sondern in, ich glaube, ja, 26 Kisten-Minecarts, also Storage-Minecarts, die ich einfach alle da auf einer Schiene habe. Sprich, wir kriegen da eine riesige Menge an Portions rein und hier unten werden wir die dann wiederum entnehmen und auf die verschiedenen Stationen einfach verteilen. Ja. Und als allererstes jetzt allerdings mal diesen kleinen Minecart-Weg. Den müssen wir in die erste Etage runter bauen und ja, mal gucken, wie das so klappt. Ups, ich glaube, ich hatte hier gerade einen kleinen Unfall in der Hühnerfarm. Hab gerade versehentlich, als ich versucht habe, ein paar Hühner zu töten, den Hopper kaputt gehauen. Ja. Oh mein Gott, also es hat ohne Witz etliche Tage gedauert, bis ich das hier endlich fertig hatte. Ein großes Problem, das ich jetzt inzwischen bereits feststelle, ist, ich muss hier ständig irgendwelche Sachen wie immer halt Minecart-Strecken und Hopper-Strecken und so weiter durch den Berg legen. Und immer häufiger treffe ich, wenn ich was Neues anlegen will, auf irgendwas, was bereits vorhanden ist. Also mit anderen Worten, ja, der Berg füllt sich. Hier bin ich jetzt erstmal direkt beim Runterkommen bereits auf so ein kleines Problem gestoßen. Hier haben wir einen Außengang, hier haben wir einen normalen Gang, hier eine Treppe. Da ging es hier gerade so zufällig runter. Ein Block war genau Platz dazwischen. Und da haben wir auch schon die Hopper und Kisten für die Netherwarzen. So dass ich dann hier irgendwie erstmal dran vorbei musste. Ohne dass ich dann, sich hier irgendwas stört. Ja. Dann erstmal hier runter, hier haben wir noch die automatisierte Ofenanlage. Und kreuz und quer und, ja. Aber am Ende sind wir dann trotzdem hier noch angekommen. Und, ja, hier sieht man auch, ich habe versucht in andere Richtungen zu buddeln und habe das dann jeweils wieder mit Cobbles zugemacht, weil es einfach nicht ging, weil einfach nirgendwohin wirklich Platz war. Ich habe auch zuerst versucht, hier direkt hoch. Ging aber auch nicht, da war auch wieder eine Wand und der Boden der, ich glaube, Beacon-Etage im Weg, genau. Aber naja, jetzt geht's jedenfalls. Und ja, ich denke, wir können jetzt erstmal die Anlage soweit einschalten und dann mal schauen, was passiert. Also mit anderen Worten, ich denke, wir müssten jetzt dann erstmal die einfach nur Portions hier reinfüllen, also die reinen Wassertränke. Und die müssen sich dann eigentlich hier gleichmäßig drauf verteilen und dann sollte die Anlage laufen. Mal gucken, was passiert. So, die Wassertränke würden wir dann hier oben einwerfen. Mal gucken, ob das auch so weit geht. So, hier genau. Die müssten dann eigentlich so nach und nach nach unten gebracht werden. Und ja. Ich
hoffe jetzt mal, dass der Hopper nicht bereits blockiert an der Stelle. Mal gucken, wie kommen wir da jetzt am sinnvollsten ran. Ah, doch, ich fürchte, der blockiert bereits. Das heißt, wir müssten diesen Schutz, den ich sinnloserweise eingebaut habe, wieder rausnehmen. Ja, muss definitiv raus. Okay, weil diesen Schutz, den ich da eingebaut hatte, den habe ich vermutlich etwas unbedacht eingebaut. Weil mir ging es ursprünglich darum, dass der Hopper Items, die nicht stapelbar sind, wie sagen wir mal eine Pickaxe oder ein Schwert oder eine Schaufel und so weiter, nicht weitergibt, damit halt stapelbare Sachen trotzdem weitergegeben werden können. Aber ich habe dabei nicht bedacht, dass die mit Wasser gefüllten Flaschen ja eigentlich ihrerseits schon nicht stapelbar sind. Also, ja. Oh, und ich glaube, wir sollten die Netherwarzenform mal gerade wieder neu befüllen. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder nach unten und gucken uns mal an, ob die Netherwarzenbrauerei soweit funktioniert. Also manche von denen scheinen aus irgendwelchen Gründen keine Tränke abzubekommen und das Muster ist irgendwie merkwürdig. Woran liegt das denn? Tja, ich habe jetzt hier soweit das ganze System mal durchgeschaut, aber ich finde momentan nicht wirklich eine Ursache dafür. Allerdings sind inzwischen schon die ganzen Wassertränke, die wir hier reingegeben haben, zu Awkward Potions verarbeitet worden. Und das eigentlich in ziemlich kurzer Zeit, obwohl nur, ich glaube, 4 oder 5 von den neuen Brauständen in Verwendung waren. Ja, ich dachte jetzt zuerst, eventuell hat es ein bisschen damit zu tun, dass wir hier ja stellenweise zwar normale Truhen, aber stellenweise auch die Trapped Chests verwenden. Allerdings, nee, nicht wirklich. Weil, wäre das der Grund, dann wäre ja eher jeder zweite Brauchstand quasi gestört in irgendeiner Form. Aber es waren ja teilweise 2 gestörte Brauchstände dazwischen und teilweise auch nur eine. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, irgendwann werde ich den Fehler schon noch finden, aber zumindest grundlegend funktioniert das System trotzdem, wenn auch nicht mit voller Kapazität. Und ja, das heißt, wir haben jetzt, schätze ich mal, oben im Alchemieraum bereits einen ganz guten Vorrat an Awkward Potions. Ein Problem allerdings, das ich jetzt noch erkannt habe, die allerersten Potions, in Anführungszeichen, die nach oben gebracht wurden, waren keine Awkward Potions, sondern Water Bottles. Und da ist das Problem timingbedingt. Und da muss ich auch noch eine Kleinigkeit ändern, denn wann immer die Hopperclock zweimal zündet, werden ja die Sachen, die bereits in den Brauständen sind, also die hoffentlich fertigen Tränke, rausgelassen. Für eine ganz kurze Zeit ist das quasi erlaubt. Und ich denke, wir werden jetzt sehen, wie lange das ist. Und das Problem ist jetzt, anschließend kann hier permanent was reinfließen. Also neue Water Bottles von oben. Wenn die jetzt, sagen wir mal, nach 3, 4, 5 Sekunden erst reinfließen, dann würde der Brauvorgang nicht abgeschlossen werden. Und die Entnahmehopper werden bereits wieder freigegeben. Mit anderen Worten, dann werden die unfertigen Waterbottles entnommen und im Endeffekt als Awkward Potions angesehen. Das ist ein Problem. Und ich denke, das können wir lösen, indem wir diese Eingangshopper oder diese Inputhopper standardmäßig blockieren und einfach noch so einen kleinen, noch so ein kleines Timing, noch so eine kleine Timing-Schaltung, wie wir es auch hier unten haben, auch noch mit oben einfügen. Sodass für kurze Zeit hier was raus kann, dann für kurze Zeit hier neue Tränke rein können und dann sind sowohl Eingabe als auch Entnahme-Hopper blockiert. Und ja,
Das werde ich mal kurz tun. So, das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich hier einfach das untere Signal entnehme und in eine monostabile Schaltung leite. Und sobald dann dieses Signal hier unten wieder angeht, also für die Entnahmehoppe, wird im gleichen Moment ein kurzes Signal hier oben reingeleitet, was dann wiederum durch die Torch dafür sorgt, dass die oberen Hopper, also die Input-Hopper, ganz kurz entsperrt werden oder entblockt werden. Und das können wir auch gerade in Aktion sehen. Jetzt geht's unten kurz aus und jetzt geht's oben kurz aus. Und ich denke mal, damit müssten wir das Problem weitestgehend im Griff haben. Wir können jetzt ja auch in dem Zuge mal die paar Potions, die wir gerade im Gepäck haben, einfach mal hier reinpacken. Na komm. Okay, also mit Control-Linksklick geht's nicht. Das ist auch interessant zu wissen. Aber jetzt haben wir auch wieder das. Ich meine, dass die hinteren bevorzugt werden, ist eigentlich normal. Aber das mit dem Timing ist irgendwie noch seltsam. Ich denke mal, das liegt in irgendeiner Form daran, dass die Hopper hier die Items auch noch weitergeben. Während hier gerade was entsperrt wird, weil das System ist ja wie gesagt so, oder sollte eigentlich so sein, dass die Wasserflaschen erstmal hier durchfließen, bis zum Ende. Und erst wenn hier eine Wasserflasche drin ist, kommt hier ein Signal raus, die Torch geht aus, Repeater geht aus, Redstone geht aus, und dann müssten theoretisch alle Hopper darunter jeweils die oberen Hopper anzapfen können. Allerdings, ich vermute mal, dass die Item-Weitergabe während des Entblockens einfach noch zu lange dauert. Also sprich, dass die Items noch weiter fließen und ja, irgendwas in der Richtung wird es schon sein. Allerdings, ja, ich denke mal, das ist ein eher nebensächliches Problem. Und ja, zumindest im Großen und Ganzen kann man soweit sagen, es funktioniert. Mal gucken. Haben wir jetzt hier auch. Okay, nur Awkward Potions drin. Ja, die letzte noch testen. Ja, auch Awkward. Okay, damit haben wir das also schon mal. Das heißt, jetzt können wir uns den weiteren Alchemiestationen so langsam widmen, dass wir auch endlich mal nach langer, langer Zeit dazu kommen, auch mal richtige, echte Tränke zu brauen. So, ich habe jetzt mal noch ein bisschen sämtliche Potions hier mal entnommen und durchgeguckt. Neben den 5 Water Bottles, die wir vorhin schon hatten, gibt es noch ein paar weitere. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, ob die jetzt gleich allesamt ankommen. Das heißt, wir geben die jetzt erstmal alle hier rein. Und eigentlich sollte dann jetzt in nicht allzu ferner Zukunft hier das Minecart hochkommen. Und ich habe hier mal eine Schiene entfernt, damit es auf jeden Fall hier stehen bleibt. Damit wir erstmal nachschauen können, ob es auch wirklich 100% Awkward Potions sind oder ob aus irgendwelchen Gründen weiterhin Water Bottles mit durchgeschlüpft sind. Und ja, mal gucken, wann das Minecart kommt. Mir ist da allerdings gerade noch eingefallen, dass das Minecart hier ja nur losfährt, wenn es komplett randvoll ist. Insofern macht es vielleicht eher Sinn, dass wir hier mal runtergehen und einfach nachschauen, ob das soweit passt. Und, ja, erstmal gucken. Bisher sind alle awkward und die nächsten anscheinend auch alle. Also die es so nach und nach aufnimmt. Jo, sieht gut aus. Jetzt hoffe ich einfach mal ganz, ganz doll, dass das auch wirklich ein Fehler der Vergangenheit ist. Dass das nicht mehr passiert und, ja, gut. Ich denke, jetzt können wir uns dann endgültig den anderen Braustationen widmen. So, ich habe das ganze Ding bezüglich der Verteilung der Water Bottles jetzt mal hier im Creative nachgebaut. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum es nicht funktioniert. Hier wird's überall exakt identisch verteilt. Und wir können das Ganze auch nochmal testen. So, in dem zweiten Versuch jetzt sind es mal ein paar Water Bottles weniger, weil ich hatte vorher noch, ich glaube, hier so 4 Stück ungefähr drin. Die fallen jetzt mit weg. Aber ansonsten
probieren wir es nochmal. Also die Sachen sind jetzt alle hier drin soweit. Also in diesen beiden Kisten und dem einen Hopper. Und ja, lassen wir es mal los. Die Water Bottles fließen jetzt jeweils hier bis zum Ende. Und dann werden sie alle eins runtergegeben. Also genauso wie es auch beabsichtigt ist. Und wenn man hier nicht gerade jetzt die Trap Chests öffnet, das ist eigentlich der einzige Weg, mit dem man dafür sorgen kann, dass die Hopper irgendwas nicht weitergeben. Aber das war eigentlich nicht das Problem in der Anlage, denn die Kisten wurden nicht geöffnet. Jetzt lassen wir das also mal ganz kurz bis zu Ende durchlaufen. Es sind ja nicht mehr so viele. So, und jetzt ist es auch bis zu Ende durchgelaufen und schauen wir nochmal. Also ich denke mal, hier und da werden jetzt, wird halt eine jeweils fehlen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich gleich verteilt. Außer halt, dass wir jetzt wirklich eine mehr haben, aber ansonsten, Irgendjemand von euch eine Idee? Ich meine, ich habe das eigentlich, also diesen oberen Teil auf dem Server genauso nachgebaut oder genauso gebaut eigentlich. Nur halt klar, dieser untere Teil, der ist halt nur dafür da, dass man das Ganze immer und immer wieder probieren könnte. Ich muss mal gucken, woran das wirklich liegt, denn das lässt mir gerade keine Ruhe. So, und da ich das hier auf dem Server beim besten Willen nicht so hinbekommen habe, wie ich das wollte, habe ich jetzt mal die diese Hopper-Verteiler mal durch Minecart-Verteilung ersetzt. Funktioniert ähnlich wie mit dem Minecart, das die Netherwarzen verteilt, das ich übrigens jetzt mal zu einem Storage-Minecart gemacht habe, das war vorher ein Hopper-Minecart. Dass ich da unten kein Hopper-Minecart möchte, hat den Grund, dass ich auf meinem Vanilla-Server mal bei einem ähnlichen Setup ein Problem hatte, also bei einer Ebene, wie zum Beispiel dieser hier, fuhr halt eine Storage-Minecart und eine Ebene daneben und darunter ein Hopper-Minecart. Und gelegentlich hat das Hopper-Minecart, obwohl es eigentlich diagonal relativ weit weg war, Items aus dem Storage-Minecart entnommen. Und das hat auf dem Vanilla-Server meine Ofenanlage regelmäßig verstopft und das war nicht so schön. Ich habe also jetzt die ganzen Hopper soweit erstmal etwas zurück entfernt und habe das jetzt so eingerichtet. Das Minecart hier oben fährt genau dann los, wenn das hier unten losfährt. Also rein vom Timing her alle, ich glaube 25 Sekunden ist das. Und ich habe jetzt nur, was diese Pressure Plate hier angeht, eine etwas andere Logik verwendet. Hier unten haben wir es ja so. Diese Pressure Plate sorgt dafür, dass das Minecart, Netherwarzen-Minecart, immer dann wieder losfährt, wenn es noch immer mindestens 2 von 15 Signalstärke bezüglich seiner Ladung abgibt. Also sprich, wenn es noch einige Items besitzt, die es auf die Hopper verteilen könnte, dann fährt das Minecart immer weiter. Hier oben ist die Logik jetzt etwas anders. Erstmal, das Minecart wird halt von hier oben aus dann mit den Water Bottles beladen. Und wenn es losfährt, fährt es zuallererst mal über diese Pressure Plate. Das Signal wird insgesamt, also wir fragen hier insgesamt Signalstärke 5 ab. Sprich, ob das Minecart zu mindestens einem Drittel voll ist, weil maximale Signalstärke ist ja 15. 5 von 15 ist also ein Drittel. Und ein Drittel ist insofern eine Reihe, sprich 9 Water Bottles. Und mit 9 Water Bottles, wenn es gleichmäßig verteilt werden sollte, würde so gesehen hier jeder etwas abbekommen, also jeder Hopper. Das wird zwar nicht passieren, weil wir es ja auch schon mit den Netherwarzen gesehen haben, dass die Verteilung nicht wirklich exakt gleich ist oder exakt gleichmäßig ist. Mal gucken, eventuell verlängere ich das hier sogar noch, dass die Mindestsignalstärke Signalstärke 6 ist. Genau, das machen wir doch einfach mal. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Denn da können wir im Prinzip davon ausgehen. Moment, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir wollen es dann hier haben. Und ich glaube, der Hopper hat gerade
Ja, die Hoppe futtert dann fröhlich mein Zeug weg. Ups. So, den Repeater stellen wir auf Stufe 4, damit das, wenn das Minecart zurückkommt und es dieses Signal gibt, dass die Boosterschiene auch lange genug ein Signal bekommt, um das Minecart losfahren zu lassen. So, welche haben denn wir denn jetzt? Die Redstone-Elemente weggeschluckt. Ach nee, die wurden schon nach unten weitergegeben. Knarf. Okay, das wird jetzt unschön. So, ich habe die Sachen jetzt erstmal wieder hier rausgefischt. Ja, jetzt würde ich mal sagen, wir füllen dann jetzt einfach mal einige Water Bottles ein von oben, vom Alchemieraum aus. Und ja, dann schauen wir mal, was so passiert. Ich werde das Minecart erstmal nochmal abbauen, damit wir erst dann, wenn wir soweit die Water Bottles drin haben, sehen können, was wirklich passiert. Also ich stelle es einfach mal hier, ich park's mal hier gerade sozusagen und ja. Jetzt geht's zum Einfüllen. Und ich muss sagen, meine Netherwarzenfarmen, die haben mich schon ganz gut dressiert. Denn wenn die neu befüllt werden wollen, meistens wirft der Dispenser hier dann, der Dropper meine ich, ja, die Netherwarzen raus und durch das Klicken höre ich es dann meistens schon so auf eine gewisse Entfernung, dass die Farmen neu befüllt werden möchten. So. Dann füllen wir die jetzt hier erstmal alle schön ein. Dum-di-dum. Gut, so, das haben wir soweit. Dann können wir jetzt erstmal wieder nach unten gehen und schauen mal nach. So, okay, die sind also schon mal da. Das heißt, schubsen wir das Minecart mal hier hin, dass es die Sachen auch aufnimmt. Jetzt müsste es eigentlich. Okay. Es verteilt die Sachen und jetzt sollte es eigentlich. Ups. Was habe ich denn hier gemacht? Oh mein Gott. Ach. Das ist wegen der Schiene. Geht's dem in zu viele Richtungen, oder wie? Da werden wir eventuell diese eine Schiene mal ganz kurz entfernen müssen. Und jetzt sollte das ja eigentlich korrekt. Oh nein. Es verbindet nicht korrekt. Verdammt. Okay, ich bemerke hier gerade etwas merkwürdiges Verhalten aufgrund dieser Schiene da unten anscheinend. So sollte diese Kurve eigentlich aussehen, aber man beachte, was passiert, wenn ich das Signal von dieser Schiene oder von dieser Kurve wegnehme. Also man achte auf diese da. Ach, Mann. So, nach ein paar Umbaumaßnahmen. Ich denke, es dürfte jetzt gehen, auch wenn es jetzt noch eine Spur komplizierter geworden ist. Hier läuft das jetzt dann so ab. Das Minecart fährt einfach hier endlos im Kreis. Das Signal, welches dieses, das Netherwarzen-Minecart zum Losfahren bringt, hat jetzt hiermit überhaupt nichts mehr zu tun. Und wann immer das Minecart hier über diese Pressure Plate fährt, wird das Signal abzüglich nahezu Maximalstärke zu dieser Kurve geleitet. Mit anderen Worten, wenn das Minecart zu mehr als 8 Neunteln voll ist, dann
schaltet diese Kurve um. Und das Minecart wird dann hier langfahren und wieder zurück. Auf die Weise ist auch sichergestellt, dass in jedem Fall bei Hinfahrt und Rückfahrt genug Waterbottles in dem Minecart sind, damit auch theoretisch zumindest jeder Hopper was abbekommt, auch wenn diese Verteilung nicht ganz gleichmäßig ist, wie schon gesagt. Und damit das Minecart nicht ewig braucht, um beladen zu werden, während es hier so lustig im Kreis fährt, habe ich jetzt noch mehrere Hopper hier reingepackt. Die können sich sozusagen ein bisschen aufladen, während das Minecart gerade unterwegs ist. Und das sorgt dafür, dass zumindest 25 Waterbottles relativ schnell beladen werden können. Und die restlichen zwei, also die, das sind ja 27 Plätze, die restlichen zwei, das wird dann direkt nachgefüllt. Und das kommt dann spätestens in der zweiten Runde. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was passiert. Denn wir haben jetzt einige Portions hier drin auf jeden Fall. Also einige Waterbottles. Und theoretisch müssten die dann jetzt gleichmäßig verteilt werden. Ich denke mal, wir werden es einfach mal hier platzieren. Und dann schauen wir direkt mal bei den Brauständen, was gleich so passiert, sobald das Minecart wieder ankommt. Jetzt müsste es eigentlich demnächst voll sein, denke ich. So, und bei der nächsten beim nächsten Ticken der Hopperclock müssten dann eigentlich hier die ersten Waterbottles eingefüllt werden. So, mal gucken. Der hier hat zu wenig bekommen. Der hier hat gar nichts. Oha, der vierte hat nichts abbekommen. Der hier auch nur zwei. Okay, also der vierte vor allem, also der vierte und sechste. Das sind also jetzt noch unsere kleinen Problemkinder. Mal gucken, ob der vierte irgendwann mal was abbekommt. Ist ein bisschen schade, dass man... Ach doch, man kann ja da reingucken. Nee, aber der bekommt wirklich nichts ab. Okay, das heißt, da müssen wir eventuell einfach ein bisschen am Tempo rumspielen, damit es was abbekommt. Und dafür halten wir es einmal kurz an. Dann kurz etwas aus dem Weg schieben. Wobei es wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir es dort anhalten, damit es wenigstens wirklich nicht im Weg ist. Okay, also der vierte ist der hier. Wieso bekommt der nichts ab? Ist es eventuell einfach nur zu schnell unterwegs? Dort hinten würden wir es mit zweien direkt hier beschleunigen. Wobei, ne, der bekommt ja auch auf dem Rückweg nichts ab. Das ist ja auch das Problem dabei. Ups. Gucken, eventuell. Naja, bevor wir das jetzt machen, müssen wir erstmal das Ding vom System trennen. Und damit, falls ein Hopper hier unsere Schienen futtern sollte, dass wir die auch wieder bekommen. Okay, und jetzt gibt es das kleine Problem, eventuell. Genau das. Na, wo ist das Card? Denn da die Schienen ja direkt nebeneinander sind, kommt es hier ständig zu solchen Überschneidungen, wenn man die in der falschen Reihenfolge platziert. Das ist das hauptsächliche Problem, mit dem ich hier wirklich viel zu kämpfen habe. Mal gucken. Okay, jetzt geht's.
Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine Boosterschiene, das. Das heißt, das machen wir jetzt auch direkt nochmal. So, das heißt, das Minecart ist dann durch eine Boosterschiene hier langsamer unterwegs und auf dem Rückweg dann, weil wir dort auch nur noch eine haben, ebenfalls langsamer. Das heißt. Ups, haben wir die schon alle verteilt? Das ist ja heftig. Na gut, dann kannst du erstmal wieder zurückfahren. Hast du eh schon alles verteilt? Naja. Nur selbst, wenn es so ist. Ach ja, genau, wir müssen natürlich auch wieder anschließen. Nur selbst wenn es jetzt so ist, dass ein bis zwei Bruchstände immer noch nicht korrekt mit Ressourcen versorgt werden, das ist immer noch besser als vorher. Denn wie viele waren da versorgt wurden? Vier, fünf rum? Dann haben wir jetzt immerhin sieben bis ungefähr acht. Okay, auch wenn das jetzt ein bisschen verschwenderisch ist, aber egal, gibt Schlimmeres. Aber nun ja, wie gesagt, jedenfalls funktioniert das soweit und ja, müssen wir mal schauen, wie viel wir jetzt noch in diese Folge machen können, denn ich denke, wir kommen. Oh nee, nicht schon wieder. Ah, das ist doch zum Mäusemelken. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt soweit, dass die Schienen sich nicht ständig gegenseitig miteinander verbinden. Müssen wir nur gerade schauen, ob das nächste Block-Update auf diese Boosterschiene das auch nicht tut. Ja, wunderbar, okay. Das heißt, die Schienen sind soweit jetzt wiederum unabhängig oder wieder unabhängig. Ach, Gott sei Dank. Das ist echt ein Graus mit Schienen, die man nicht verbunden haben will. So, da uns allerdings jetzt wirklich keine Zeit mehr in diesem Video bleibt, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.